Also hier sind vier Pfeiler. Wenn die nicht sind sechs, das kann ja nicht zählen. Oder sind nur die, dann sind das zwei. Müsste man wissen, welche davon gezählt werden. Wenn die von Giovanni gezählt sind, dann sind es vier. Also dann. Ich schreibe mal 4/2 auf. Und die Flammen im Laden der Magie. So, hier weiter bitte. Weiter. Ich will. Ach so. Geh mal hier auf die Übersichtskarte. So. Und dann gehen wir wieder in die Stadt. Und dann gucken wir mal zu Kalypsos Laden und zählen mal die Flammen. Flammen im Laden der Magie. Eine Flamme. Eine. Ich sehe hier nur eine. Dann notiere ich mal eine. Das mit dem I kann man ja noch raten. So, dann gehen wir mal wieder ins Haus. Ich will das mit dem Rätsel mal probieren jetzt. Ins Arbeitszimmer. So, Tresor. Na, mal. Ja, komm. Als erstes probieren wir eine Als er. 1. Das erste probiere ich immer mit 1. Haben wir halt 5 Möglichkeiten. Als zweites haben wir eine 5. Als zweites. So, jetzt haben wir eine 4 oder eine 2. Probiere erstmal die 2. Als drittes eine 2. Und dann müssten wir wieder eine 1 haben. Als viertes. Hey, das blöde Ding lässt sich nicht öffnen. Ja, das ist ja klar, ich, weil die erste Zahl habe ich halt ja nicht. Nochmal. So, dann probieren wir eine 2. Als er. Dann haben wir eine 5. Als. Dann haben wir wieder die 2. Also Als probierst du wieder drittes 2 eine durch. 2. Und als viertes eine 1. Als viertes. Hey, das blöde Ding lässt sich. Ja, okay, wir probieren es nochmal. Weiter geht's. Na, mal sehen, ob. Dann mit der 3. Als erst. Dann die 5. Als. Dann probieren wir wieder die 2. Als drittes ein. Und dann wieder die 1. Als viertes eine 1. Hey, das blöde Ding lässt sich nicht öffnen. Ne, lässt sich nicht öffnen. Na, mal sehen, ob ich das Ding aufbekomme. Dazu. Brauchen wir die 4. Als erstes eine 4. Dann hatten wir die 5. Als zweites eine. Dann probieren wir es wieder mit der 2. Als drittes. Und dann wieder die 1. So. Als viertes. Hey, das. Ne. Na, Eine mal Zahl haben sehen, wir ob ich das noch. Ding aufbekomme. Hier probieren wir jetzt die 5. Als erst. Ja. Dann die 5. Als zweit. Dann probieren wir es wieder mit der 2. Und dann wieder die 1. Das ist jetzt, wenn die 2 auch falsch ist, dann ist das auch schon recht doof. Hey, das blöde Ding lässt sich nicht öffnen. Gut, dann ist als drittes die 2 wahrscheinlich nicht richtig. Na, mal sehen. Dann probieren wir es mal Als. mit der 4. So, da haben wir eine Als. 5. Dann die 4. Als dritt. Und dann probieren wir wieder mit der 1. Als viert. Und nein. Hey, das blöde. Dann machen wir uns. Ich ziehe das nochmal eben schnell durch Na, mal hier. sehen, ob ich das. So, als erstes eine 2. Als erst. Als zweites eine 5. Als. Als drittes eine 4. Als drittes. Und als viertes eine 1. Als viertes. Hey, das. Ja. Und nochmal. Drei Versuche haben wir noch. Na, Danach mal gebe ich es sehen, ob. erstmal auf. Als erstes eine 3. Weil dann muss ich nochmal genau gucken. Als zweites eine 5. Als drittes eine 4. Als drittes eine 4.
Und als viertes eine 1. Als viertes eine 1. Hey! Jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt weiß ich nicht mehr, bei welcher Zahl wir waren. Na, mal sehen. Sind wir schon? Ich glaube, wir sind als jetzt erstmal bei der 3. Dann eine 5. Als dann eine 4. Als 3. Und dann eine 1. Als viertes eine 1. Hey! Okay. Na, mal sehen, ob. Als erst. Wahrscheinlich mache ich schon von Anfang an die ganze Zeit falsch und habe irgendwo anders einen Fehler drin und registriere den gar nicht. Und als zweit. Habe das ganze Rätsel vielleicht falsch verstanden oder ich habe falsch gezählt. So, als drittes eine 4. Als drittes? Und als viertes eine 1. Als. Hey, das. Gut, und. Na, mal sehen. Haben wir jetzt die 4 oder nicht? Ich muss das nochmal machen. Ich habe wieder nicht mitgezählt hier. Ich weiß gar nicht, bei welcher Zahl ich bin. Als zweites eine 5. Dann eine 4. Als drittes. Und dann eine 1. Als viertes. Hey, das blöde. Ja, ja. Dann probiere ich jetzt mal die letzte Kombination, die mir einfällt. Eine 5. Dann noch eine 5. Und dann eine 4. Als drittes eine 4. Und dann die 1. Als viertes eine 1. Hey, das blöde Ding lässt sich nicht öffnen. Gut, dann habe ich von vornherein irgendwo einen Denkfehler drin. Aber das ist doch hier die. Ach, wo, das ist das Esszimmer, das ist ja nicht die Stube. Das kann natürlich sein, dass das schon der Fehler ist. Weil das ist aber das Arbeitszimmer. Das kann ja nicht als wohnliche Stube gezählt werden. Das wären 2, das ist das Schlafzimmer. Oder ist das nur 2 wegen dem Arbeitszimmer? Was haben wir denn hier mit den Blumen? Haben wir hier irgendwas, das uns hilft, das Rätsel zu lösen? Ich kann das nicht anschauen. Die Blumen sind derartig gerade ausgerichtet, dass mir die Augen tränen. So, hat das Journal vielleicht noch irgendeinen Tipp mehr über den Doppelgänger? Nee, die Stimme des Papageis. Okay, nee, zu dem Rätsel selber gibt es da nichts. Da werden wir, gut, dann werden wir da später nochmal zurückgehen. Wir gehen jetzt mal zu Kalypsos Laden und fragen mal die liebe Alex, welche Stimme des Papageis identifizieren lassen. Dann fragen wir doch erstmal die Alex, ob sie den kennt. Schau mal, ich habe einen sprechenden Papagei mitgebracht. Oh, ist das ein Geschenk für mich? Ja. Ein Geschenk für dich, von mir, haha. Ja, wir sind mal wieder ein bisschen. Ein Geschenk für dich? Von mir? Der ist gut. Den muss ich mir merken. Sehr witzig. Das findest du witzig? Dann hör dir mal diese Nachricht an. Diese Stimme. Das ist Kalaba, der Kämmerer des Königs. Und er spricht von einer Waffe. Aha. Und was sagst du dazu, dass ich diesen Papagei im Haus deines Freundes gefunden habe? Was ich dazu sage? Dass du ein gemeiner Einbrecher und Dieb bist. Wie bitte? Aber der Vogel beweist doch eindeutig, dass mein Doppelgänger in ein Verbrechen verwickelt ist. Das Einzige, was dieser Vogel beweist, ist, dass du ein Verbrechen begangen hast. Oder wie würdest du einen Einbruchdiebstahl nennen? So, und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Ja, das ist nicht so einfach. Alex traut meinem Doppelgänger offensichtlich rein gar nichts Böses zu. Immerhin weiß ich jetzt, wem die Stimme gehört. Kalaba! Mit so einem bescheuerten Namen muss man ja wahnsinnig werden. Vielleicht weiß der Sumpfling etwas über den Kerl. Gut, nee, dann gehen wir mal zum Sumpfling. Wir haben ja jetzt den Mitgliedsausweis. Und können damit jetzt ins Clubhaus. Komm, beweg dich. Tü-tü-tü. Ins Clubhaus.
Hallo, ist jemand da? Hallo? Ich möchte rein. Hast du deinen Mitgliedsausweis dabei? Klar. Hier ist der Ausweis. Zeig her. Ja, der ist echt. Mit Lichtbild, Prägung, Wasserzeichen, RFID-Chip und aus Spezialpappe. Möchtest du jetzt rein? Hey, du kannst Gedanken lesen, stimmt's? Mach die Tür auf. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Mona Lisa, geil. Können wir die mitnehmen? Nicht anfassen, bitte. Ich ganzes Tag Staub gewischt. Jetzt alles sauber, blitz und blank. Den Schrank aufmachen. Was haben wir denn da drin, ne? Moment, da war doch gerade was. Kiste mit weißen Handschuhen. Eine Kiste mit weißen Handschuhen, ja. Ja, eine Dartscheibe. Die haben wir auch. Was können wir denn hier noch? Bücherregal. Das ist ein Schnulzenroman. Die Suppensaga Teil 1. Schlammiger Schlamassel. Das klingt nicht nach einem Buch, das ich lesen muss. Nee, nicht wirklich. Dann werden wir uns mal mit unserem lieben Freund, den Sumpfling, unterhalten. Simon, Freund, du schon wieder hier. Du mir bestimmt sagen können, wer alles zur Mitgliederversammlung kommen. Mitgliederversammlung? Oh, da weiß ich Bescheid. So in etwa zumindest. Hauptsache, ich muss nicht wieder Sumpfsuppe essen. Ich mich freuen riesig auf Mitgliederversammlung. So viele Fans von mir kommen werden. Sumpfling so beliebt in Gaming-Community, Simon sagen. Ich nicht wissen, was das genau sein, aber ich neugierig. Sumpfling ganz aufgeregt ist. Sumpfling das Vereinshaus gar nicht mehr verlassen. Er so viel zu tun. Aufräumen muss, sauber machen muss, Suppe kochen muss. Okay. Ich muss mit dir über den Nexus sprechen. Simon immer so gut zu Sumpfling. Simon den Verein Freunde und Förderer des Sumpflings gegründet und Simon jetzt die Mitgliederliste verwaltet. Oh ja, wenn Simon braucht Hilfe, ich ihm gerne helfen wollen. Zuerst jedoch, wir müssen Sumpfsuppe essen. Tradition es so will. Mist, ich wusste es. Ja, da kommen wir nicht dran vorbei. Lecker. Neue Rezeptur. Keine Blattläuse mehr. Ah, gut. Na, immerhin. Blattläuse wurden ersetzt durch neuartigen Sud aus Krötenkot. Suppe jetzt noch viel mehr Geschmack. Nicht kleckern, bitte. Suppenflecken sonst Löcher in Boden ätzen. Super. Boah, ja. Wie eklig. Ja. Ich mag was den Sumpfling. Was für eine abgrundtief widerliche Pampe. Der Sumpfling hätte mir das niemals geben dürfen. Jetzt hat er sich der Verbreitung von Biowaffen schuldig gemacht.